Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, hier zu einem weiteren Teil Transport Fever Season 6. Ja, heute werden wir uns jetzt doch einfach ums Bahnhofsvorfeld kümmern. Ich habe mich jetzt entschieden, hier mal gerade alles abzureißen. Im Moment ist gerade kein Zug da. Und dann bauen wir den ganzen Klallerer-Datsch nochmal neu. Und machen es dann auch gleich schön. So, das Spiel ist übelst schön am Längen. Das ist toll. Reißen wir erstmal den ganzen Müll ab. Oh, das ist aber extrem laut. Machen wir fürs Abreißen das mal gerade ein bisschen weiter runter, damit euch nicht hier direkt die Ohren wegfliegen. Und diesen ganzen Radau reißen wir jetzt mal ab. So. Die ganzen kleinen Verbindungen da drin, dann mal das weg. Ich weiß auch noch nicht, ob ich diese riesen Brücke da so lasse. Prinzip das auch einmal weg. So. Wir sind jetzt hier hinten auf ICE. Aber noch mehr zusammenführen ist halt auch schwierig, ne? Wir haben natürlich jetzt hier viele Strecken, die hier reinkommen. 1, 4. Die geht ja auch noch von ab. Ne, die geht nicht von ab. Okay, wir haben nur 4 Strecken. Dafür haben wir 6 Gleise. Moment. Also vielleicht können wir das noch auf noch 2 reduzieren. Obwohl, ja gut. 6-gleisig. Der ICE zum Beispiel, der kommt auch ganz selten vorbeigefahren. Aber der Rhythmus ist halt einfach so toll, ne? Das passt halt einfach so gut. Lassen wir das erstmal noch. Reißen wir noch bis hierhin ab. So, alles weg hier. Die ist noch gebogen, kommt auch weg. So. Oder vielleicht können wir doch auf 4 gehen. Müssen wir mal gucken. Wollen wir uns mal gerade raussortieren, wer jetzt hier wohin geht. Das ist jetzt hier der... Ah, ne, das geht natürlich jetzt nicht. Wir dürfen jetzt nicht die Fehler machen und die Zeit starten. Dann haben wir jetzt ein ganz großes Chaos. So. Die teilen sich auf. Das ist also jetzt die eine Bahn, die halt immer gut besucht ist. Das ist unsere unsere Regionalexpress. 1 müsste das sein. Ja, wollen wir jetzt hier auf Geschwindigkeit gehen, dass die Züge ja nicht so schnell fahren? Ich weiß nicht, ob das nachher alles durcheinander bringt. Durch die ganzen Weichen werden die ja sowieso nicht so schnell fahren können. Ich weiß, das ist mit 60 ist die Einfahrgeschwindigkeit, glaube ich, und sowas. Aber ihr wisst auch, dass ich ja nicht so auf sowas viel Wert lege. So, der Zug ist da. Das heißt, wir müssen mindestens auf dieses Gleis drauf. So. Von hier oben kommt die... Kommt der Zug zum Flug zum Zug. Den ich im Prinzip da eigentlich auch hätte enden lassen können. Den anderen hier enden lassen, aber das sieht einfach optisch nicht so schön aus. Hier wird es jetzt nicht so wahnsinnig viel geben. Der wird da einfach echt nur gerade drauf laufen. Der dann meinetwegen dann dazu. Oh, und dann können wir hier... Machen wir dann noch ein... Na? Irgendwo drauf, da kommst du drauf. Da geht's. Wie sieht das aus? Ganz gut, perfekt. Können wir den hier noch... Können wir den dann noch bis hinten hinziehen oder das so machen? Können wir hier noch eine Lok hinstellen oder sowas? Oder noch einen Triebwagen? Einfach so aus optischen Gründen. So. Das machen wir jetzt aber nicht jetzt. Ich baue jetzt hier nur das Depot. Ach, passt doch. Könnte ich da noch einen hinsetzen? Einfach nur der Optik halber. So. Haben wir jetzt hier Ausfahrtssignal.
Da kann ich mal versuchen, ein bisschen drauf zu achten. So. Haben wir das. So, die andere Bahn, die kommt jetzt von hier. Die werde ich jetzt auf jeden Fall erstmal da noch mit drauf gehen lassen. Die wird sich dann aber hier, irgendwo muss die sich ja trennen. So, wir kommen von dem da rein. Das heißt, wir müssen ja hier irgendwo jetzt noch drauf kommen. Können wir ja auch ruhig auch ein bisschen weiter hier vorne schon machen. Da. Können wir das hier machen? Genau, machen wir das so. Die Züge sollen ruhig schon hier hinten noch weiter warten. Das fand ich eigentlich ganz gut. Und nicht da vorne. So, jetzt haben wir hier. Die, da kommt hier, das ist die TGV-Strecke. Plus Intercity. Aber auf 4 kriegen wir das nicht. Da brauchen wir uns, glaube ich, keine Illusion machen. Aber wir können das erstmal hier wieder anbinden. Dann ein vernünftiges Gleisbild machen. Genau wie hier. Können wir eigentlich auch noch ein Dingspumps hinsetzen. So, dann geht der da drauf. Der geht da drauf. So, sind wir hier trotzdem wieder auf unseren Gleisen. Jetzt haben wir hier hinten aber noch die beiden. Hier fuhr der TGV lang. Und der ICE musste ja auch noch mit drauf. Der ICE kommt von hier hinten angefahren. So. So. Und die untersten beiden Gleise waren ja halt für den ICE eigentlich bestimmt. Da muss ich ja irgendwie sehen. Was denn jetzt? Nimm die bitte die Strecke, so. Das heißt, der geht ja eigentlich im Prinzip dann da drauf. Und der müsste dann irgendwo hier drauf gehen. So. Ist ja auch, das gefällt mir jetzt optisch gesehen. Design nicht so schön. Mit diesem Knick da drin. Nochmal rausmachen. Haben wir das gleiche Problem wieder. Machen wir das mal ein bisschen weiter weg hier. So. Sieht schon besser aus. Du kommst dann auch hier drauf. So. Das ist doch schon mal gar nicht so schlecht. So, und jetzt haben wir hier aber noch die anderen. Wie ich hörte, und das kommt jetzt hier von der Mitte aus. Heißt, dass ich hier quasi jetzt von hier ja noch einen Gleis darauf lassen muss. Jetzt ein bisschen zu weit war. Was jetzt darauf geht. Beziehungsweise der reicht ja, der jetzt sich dann hier wieder von abspaltet. So. So. So, das heißt jetzt, hier mal angucken, ist jetzt schon was? Ja. Sieht schon mal gar nicht so schlecht aus. So, jetzt haben wir den TGV gehört, der kommt jetzt von hier, dem Gleis. Muss jetzt aber halt noch in das andere Gleis. Er kommt von hier. So, das heißt, er muss ja hier jetzt irgendwo nochmal nach dahin. Oh. Ton vergessen auszumachen. So. Dann haben wir das. Jetzt müssen wir halt nur noch irgendwie was schaffen, dass der Zug halt auch damit drauf kommt.
So, von hier kommt er da ruhig rauf. So, jetzt muss er aber auch wieder zurück. Zurück kommt er von dem Gleis. Und muss dann im Prinzip ja auch auf dieses Gleis hier, richtig? Wir können ihn hier... Ah, das passt leider nicht. Hier jetzt drauf gehen lassen. Haben wir den Zug da auch wieder mit drin. So, da trennen die sich da. Der andere stößt da drauf zu. Jetzt haben wir das Gleis aber frei. Kann ja eigentlich nicht sein. Weil wir eben kein... Doch, wir hatten eben... Wir haben uns so eingeleistet, haben uns dann frei gemacht, ne? Können natürlich auch überlegen, ob wir den Intercity hier nicht einfach noch bis nach Brighton durchfahren lassen, ne? Weil dann dreht der Zug da nicht um. Ist so warm hier, meine Freunde. Es ist so übelst warm. Entschuldigung. Weiß ich gerade. Das ist allerdings die Überlegung, die wir machen könnten. Also, weil jetzt haben wir hier auf der Linie nach Brighton. Der Zug steht jetzt hier gerade irgendwo. Ist er da? Der ist jetzt auch. Macht gerade mal so ein bisschen Geld. Wir könnten. Ach so, das geht nicht. Der Bahnhof ist nicht lang genug. Alles klar. Vergessen wir es? Das bleibt so. Das Einzige, was wir jetzt machen können, ist, wir könnten den Zug von Brighton auf das andere Gleis schicken. So, dass wir da erstmal keinen Stau haben. Aber wir haben jetzt. Ne, wir haben nur zwei hiervon, ne? Ne, vier. Vier Stück. Genau, und der Abstand, da hinten kommt nur einer, das passt schon. Die fahren sich so schnell nicht zusammen. So. Müssen wir mal ein bisschen gucken, dass wir hier die Signale richtig setzen. Im Prinzip müssten wir überall hier die Ausfahrtssignale auch hinsetzen. Und sobald der Block frei ist, kann der Zug losfahren. So, wir haben jetzt aber hier. Machen wir jetzt einfach mal. Ausfahrtssignal. Setzen wir hier ein Ausfahrtssignal hin. Hier kommt ein Ausfahrtssignal hin. Hier macht das. Doch, hier kommt es einfach hin. Dann hält der Zug da vorne. Der sollte eigentlich ein bisschen weiter auf Abstand bleiben. Weil sonst fährt der Zug bis da vorne vor. Da kann ich keins hinsetzen. Weil der hält jetzt eigentlich hier hinten. Genau. Der soll hier hinten auch ruhig halten. Damit wir den Abstand von der Linie so ein bisschen einbehalten. Könnte vielleicht sogar noch ein Stück weiter hinten stehen. Aber ist egal, lassen wir jetzt so. Der IC braucht keine Signale. Hier haben wir jetzt ein Signal. Das würde heißen, dass der Intercity hier stehen bleiben würde, wenn hier der TG Hürth rauskommt. Genau. So ist das eigentlich doch schon mal gar nicht so schlecht. So, was meint ihr? Also die Probleme sind alle behoben. Wir haben da unsere Gleise. Das stört sich nicht weiter. Wir lassen jetzt die Zeit mal gerade laufen. Mal sehen, was passiert. Full ahead. So, da hinten kommt einer. Er fährt da seinen Weg. Genau, der andere kommt hier raus. Das war ja noch so wie vorher. Er geht da oben lang. Das sieht ganz gut aus. Ist halt nicht mehr so, dass sie sich jetzt hier kreuz und quer durch die Weichen durchschlängeln. Seht ihr, jetzt ist schon der nächste da. Die sind so dicht hintereinander. Da kommt halt schon wieder der nächste. Könnten wir echt überlegen, ob wir den Abstand noch größer machen, dass die Züge hier hinten stehen bleiben sollen. So. Jetzt sollte der eigentlich dann da hinten stehen bleiben. Na, ist er schon da? Ja, da kommt er. So, der wird jetzt hier stehen.
Genau. So können wir den Abstand auch ein bisschen vergrößern als am Endeffekt. Und die Züge so ein bisschen mehr auf Abstand halten. Sobald das jetzt hier vorne freigegeben wird, fährt er jetzt gleich los. Und zwar genau jetzt. Fährt er los, genau. Perfekt. Da hinten kommt wieder Intercity angefahren. Die Linien haben sich jetzt nicht großartig vertauscht. Das ist alles soweit so gut schön geblieben. Ach guck mal, wie schön das jetzt aussieht. Jetzt kommen sie hier gerade alle reingefahren. Das werden wir jetzt noch ein bisschen verschönern hier, das ganze Gebiet. Oh, das ist doch wohl top, wa? Also ich finde es zumindest schön. Das soll ja schon was heißen. So. Hier kaufen wir uns mal gerade einen Fake-Zug. Elektrisch. Am besten den gleichen halt einfach nochmal. So. Zack. Und dann geht er auf den Zug zum Flug. Zack. Und sobald du da gleich bei deinem Signalchen bist, hältst du an. Oder zumindest sobald du hier unten rausgefahren bist. Auch noch ein Waggon. So. Zack. Genau. Kannst du da stehen bleiben? Hier werden wir jetzt auch nochmal ein Signal hinsetzen. Aber ein. Doch, wir können auch ein Ausfallsignal hinsetzen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Jetzt muss man besser davor. So. Und hier können wir. Hier stellen wir was ganz, ganz Interessantes jetzt hin. Eine Fake Lock. Asagaya. Den. Und den. Zwei Waggons. Die kommen dann hier auf die. Mit auf die Intercity rauf. Genau. Gucken, wie das aussieht. Oder ob wir drei nehmen können. Obwohl die ja schon ziemlich lang sind. Zack. Das passt ja eigentlich, ne? Ja, gut, haben wir da nochmal einen Wagen stehen. Das ist eigentlich ganz schön. Könnten wir allerdings. Was könnten wir denn machen? Könnte natürlich irgendwie hier noch ein bisschen was hinpacken. Ne? Hier haben wir noch Platz. Hier haben wir noch Platz. Damit hier beim Hauptbahnhof auch so ein bisschen was rumsteht. In die Richtung haben wir nämlich gar keinen Platz. Hier ist alles schon gebaut. Aber so eine ganze S-Bahn kriegen wir jetzt ja auch nicht mehr hin. Viel Platz haben wir dann auch wieder nicht. Aber eine Lok oder sowas würden wir ja schon noch mal irgendwo hinkriegen. Können wir dann auch mal ein anderes Gleis nehmen hier. So. Sieht das jetzt hier mit den viele, ne? Ich möchte halt nicht so viele. So sieht das ganz schön aus. So. Das könnte vielleicht gerade so hinhauen. Perfekt. Perfekt. So, dann kommt hier jetzt mal gerade noch ein Signalchen hin. Zack. Ja, da kann ich jetzt höchstens nur. Kann ich jetzt nur eine Lok draufsetzen. Können wir halt eine Fake-Lok nehmen und kostet kein Geld. Bisschen zu weit. Wir haben da zwingend eigentlich nichts von irgendwie da rumfahren. 145. Wenn wir schon 146. Also alles 145. 146. Die hat PS. Gut, dann kann die auch fahren. Gut, dann geht die hier auf die. Ist ja egal. Was? Okay.
Dann geht die halt auf die ICE rauf. So. Haben wir hier noch eine Lok stehen. Die neue Regiolok in Rheinland-Pfalz-Takt. Im Rheinland-Pfalz-Takt. Ja. Sehr schön. Kann die da halt auch stehen bleiben. Was wir jetzt noch machen könnten, hier auf diesem kleinen Fleck, ist nach der Folge zu sehen, weil wir jetzt schon wieder am Ende sind. Ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wir haben heute jetzt einfach hier nur so ein bisschen wild rumgearbeitet. Werden das jetzt alles noch schön machen in der nächsten Folge. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr dann wieder einschalten würdet. Bis dahin, haut rein, euer Mr. Bosen. Ciao.